So, jetzt geht's runter nach Jimmy. Eiswelt. Dann düsen wir doch mal hin. Landung eingeleitet. Oh, da flogen gerade Thais vorbei. Also hier gibt es auf jeden Fall auch eine imperiale Präsenz. Uiuiuiui. Cool. Das sieht gut aus. Ankh ist die beste Safeknackerin im Outer Rim. Ohne sie kommen wir nicht ins Liros Tresorraum. Und sie ist hochverschuldet bei den Ashika. Dann sollte sie vielleicht ein paar Safes knacken. Ein Begrüßungskomitee. Begrüßungskomitee? Wie nett von dir. Das war ich nicht. Pass auf dich auf, Kay. Dann schauen wir uns doch mal um. Ich bin dann weg. Also dann. Habe ich eigentlich, jetzt hier so viel? Nee, habe ich. Okay, ich dachte, ich hätte vielleicht so viel Zeug eingesammelt, dass ich gleich mir wenigstens Upgrades kaufen kann im Weltall. Aber nein. Hat er gerade was gesagt von wegen abfliegender Raumfähre nach Ott Mantell? Geil. Coolio. Oh, meine Jacke ist nicht warm genug für dieses Wetter. Nix. Stimmt, warum hat sie eigentlich keinen Mantel an? Ich bin Kay Vess. Und ihr seid dann wohl vom Ashiga-Kartell, richtig? Wir sind ein Clan. Dein Schiff ist eine EML 850 namens Bahnbrecher. Unseren Informationen nach ein Schmuggelschiff. Oh, ihr habt von ihr gehört. Naja, ich suche nur jemanden. Ihr Name ist Ankh. Was willst du von Ankh? Sie mit Morpork verkuppeln. Ich will es mir holen. Das ist gelogen. Du arbeitest für Crimson Dawn. Was? Nein, nein, ich meine, wenn ich für Crimson Dawn arbeiten würde, wäre ich dann einfach so hier aufgetaucht? Schiffscan abgeschlossen. Nichts von Interesse. Heißt das, ich kann jetzt also gehen? Ich meine, ihr müsst schließlich Crimson Dawn-Spione finden. Du kannst gehen. Aber lüge uns nicht noch einmal an. Oh, ja. Werd ich nicht. Ehrlich. Na, hier wollte sich wohl jemand die Gesichtsanimation sparen. So, da hinten haben wir den Ashiga-Clan. So, jetzt haben wir auch alle Fraktionen kennen wir. Das ist jetzt eine Hauptquest, ne? Also wir müssen quasi die Crew zusammenkriegen. Akiva, das ist dann der Dschungelplanet. Da kriegen wir dann den Druidenschmied und hier kriegen wir den, das Schwergewicht, wer auch immer das dann ist, auf Tatooine. Okay, aber hier wollen wir erstmal die Hackerin finden. Folgen wir das mal. Dann zeig mal die Karte. Ach so, das ist tatsächlich, glaube ich, nur eine Stadt. Oder kann man auch ins Umland? Warte mal, wenn ich die Karte jetzt weiter rauszoome. Ah ne, guck mal, man kann auch ein bisschen ins Umland, aber... Ich glaube, das täuscht. Ich glaube, das ist tatsächlich nur eine Stadtregion. Meinte Dimi zumindest auch irgendwie, dass das... Eigentlich jetzt nicht in dem Sinne ein Open-World-Planet ist. Oh, guck mal, das ist jetzt Hedwig. Hey, in die 5, fürs Erste sind wir sicher. Gib ihm nur keinen Grund, das Schiff festzusetzen. Ich bin nicht zum ersten Mal auf Kijini. Ja, gut. Ich sehe mich in der Kantine um. Vielleicht hat ja irgendjemand irgendwas von Ankh gehört.
Ankh ist Stammgast im Doma-Präfektorium. Das ist im Diebesviertel, nicht weit von dir. Ja, mein Großer. Ein Süßer bist du. Hier gibt es bezahlbare Schiffsverbesserungen. Bezahlbare Schiffsverbesserungen? Na, da will ich doch sofort was haben. Her damit. Eschaskanonen, Laserkanonen verbessern. Ah, machen wir die erstmal. Verbesserung erhöht die Feuerrate enorm. Naja, das doch, klingt doch gut. Plasstoßkanonen. Eine fortschrittliche Laserkanone mit einer zusätzlichen Aufladefunktion für größeren Schaden. Ein Werfer, ja, den wollen wir verbessern. Verbesserung für die Raketen, den Schaden erhöhen. Okay, also man kann Ionenraketen und noch Torpedos nehmen, aber ich glaube, ich nehme erstmal die Werferverbesserungen. Und wir holen uns noch hier einen besseren Schild. Kapazität erhöhen. Na los, her damit. Aber gerne doch. Und was haben wir an neuen... das ist das Passivsystem. Damit werden die Systeme abgelenkt. Da gibt es eins von. Und was haben wir an neuen Skins? Da gab es doch auch... Habe ich doch auch was Neues bekommen. So. Nett. 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 Das Orange ist schon irgendwie geil. Ich glaube, ich nehme... Das hier mal. Seal of Curse. Ja, da bleiben wir bei dem. Es wird bestens funktionieren. Versprochen. Hey, Sie. Wenn Sie mich verhaften wollen, ich habe nichts getan. Zumindest heute. Eigentlich geht es um das genaue Gegenteil. Ich habe ein kleines Geschäft am Laufen. Vielleicht sind das Sie macht interessiert. Nix da. Oh, ach ja? Worum geht's? Wenn Sie mal Ärger mit dem Imperium haben, kommen Sie zu mir und ich lösche Ihre Akte. Gegen eine Gebühr. Wow, Gauner in Uniform. Die Galaxis ist wirklich überall gleich. Aber gut, das könnte nützlich sein. In Ubisoft-Spielen ist die Galaxis überall gleich. Schon von der Schießerei auf Kitaros gehört? Ja, die schwarze Sonne, oder? 6 Pike-Bosse hat's erwischt. Angeblich haben sie 2 Stunden gekämpft, bevor das Imperium gekommen ist. Der Bandenkrieg muss enden. Bis es soweit ist, bleibe ich auf Kijimi. Er ist doch schon hier. Ich habe Crimson Dawn hier herumschleichen sehen. Das bedeutet, es ist etwas im Busch. Wir müssen aufpassen. Ist die schwarze Sonne nicht eine von den Fraktionen gewesen aus dem Add-on für Empire at War? Oder war das... Ach, scheiße, ich weiß es nicht mehr. Hey, weißt du, wo ich eine gute Kantina finde? Also eine, wo die Einheimischen hingehen? Vielleicht ein paar Kredits und ich denk drüber nach. Ja, ach komm. Nichts ist umsonst. Hier. Habe ich nur noch so wenig Kohle? Jetzt Scheiße. Ein. Das Doma-Refektorium. Das ist im Diebesviertel. Da gibt es alles Mögliche, also unter der Hand. Genau danach habe ich gesucht. Danke. Ein neues Essensminispiel. Da nehmen wir doch gerne was mit. Ich hab nicht genug Geld. Nicht genug Geld für was zu essen. Oh cool, wie ihre Klamotten jetzt halt auch mit Schnee bedeckt sind. Das ist ja geil. I like. Du Wacker? Nein, der ist ja tot. Übrigens, sei in der Kantina vorsichtig. Da wimmelt es von Söldnern. Du willst dich nicht mit Leuten anlegen, die Blasterkanonen mit sich rumtragen. Naja, oder sie verkaufen mir vielleicht ein paar schwere Geschütze. Apropos schwere Geschütze, ich müsste doch eigentlich noch ein...
noch einen Geschützturm für mein Raumschiff aktivieren können. Verkaufen können. Oh nein, ein Sabak-Spiel. Erstens will ich damit in Ruhe. Also so leichte Lounge-Jazz läuft hier auch überall. Hier in dieser etwas überschaubareren Location scheint die Performance auch zuverlässiger zu sein. Da muss er halt auch nicht so viel reinstreamen, ne? Also mit der den Toshara offenen Gebieten, da hat er dann doch immer ein bisschen Probleme mit. Gehen sich in der ganzen Galaxis an die Gurgel. Es herrscht Krieg. War nur eine Frage der Zeit, bis es auf dem Kijimi losgeht. Aber ich dachte, die Syndikate bekämpfen sich schon immer. Nicht so heftig. Als für dich. Aber es heißt, dass alle das wollen, was die Hutten mit dem Imperium hatten. Also bevor der ganze Rat ausgelöscht wurde. Woher weißt du so viel über diese Dinge? Ich höre zu und rede. Wer gut informiert ist, lebt länger. Die Synchro-Stimme kenne ich doch auch irgendwoher. Das ist doch auch Kante. Ich weiß, ich mache gerade ein bisschen Quatsch. Ich wollte eigentlich... Na, guck mal hier. Ich wollte ja eigentlich zur Bar gehen, aber ich dachte mir, verschaffen wir uns mal einen Überblick. Wobei ich gestehen muss, dass ich das... in der Location ich überhaupt keinen Überblick bekomme, sondern einfach, es ist einfach in erster Linie verwirrend. Ich habe noch überhaupt kein Gefühl dafür, wo hier oben und unten ist. Und wo überhaupt irgendwas ist. Ah, okay, da sollte ich da nicht rein. Hier haben die also ihr Lager. Oh, hier. Abrissempfehlung. Die beste Abrissexpertin, mit der ich jemals gearbeitet habe, war eine eine Chadrafan. Sehr empfindliches Gehör, was bedeutet, dass sie tiefe Frequenzen wahrnehmen und die Bombe ticken hören können. Außerdem scherte sie sich erschreckend wenig um ihre körperliche Unversehrtheit. Ich habe sie schon lange nicht mehr gesehen. Das beste Abriss-Duo wurde außerdem zu dem Solo und hat sich davon nie erholt, wenn du verstehst, was ich meine. Autsch. Die Sachen immer einfach irgendwie rumliegen. Ist das auch alles noch Teil der Location? Geil. Es macht schon echt einfach voll Spaß, die unterschiedlichen Welten einfach kennenzulernen. Na gut, dann gehen wir jetzt mal in die Kantina. Zu den anderen Locations haben wir bestimmt noch questmäßig hingeschickt. Aber wie ich da hinkomme. Vom Diebesviertel zurück. Hier war ich auch schon mal. Hier bin ich runter und jetzt geht es von diesem etwas größeren Platz, glaube ich, jetzt hier nach links hoch. Da war ich in der Bar. Hier kann ich nach oben. Ist die Hauptstraße, oder? Nee, ist nicht. Schon mal? Weiß ich nicht. Macht die Ressourcen mit. Dankeschön. Ich suche nach einem Ortskollegen, jemand, der hier geboren ist und mir die Stadt zeigen kann. Hier geboren? Niemand ist hier geboren. Kijimi ist die Art von Ort, an dem man landet, weil man vor irgendetwas anderem davongelaufen ist. Wirklich? Alle hier? Ich lebe seit über 10 Jahren hier und wir sind alle gleich. Glücklose, Gesindel, der Bodensatz der Galaxis. Wovor läufst du davon? Ist doch egal.
Ja. Bald fühlst du dich wie zu Hause. Puh, ist ja eisig hier. Okay, also man kriegt hier offensichtlich noch einen Fusionsschneider. Das ist dann nochmal eine Nummer besser, um durch an Locations ranzukommen. Der Reise jetzt hier freigeschaltet. Das sieht doch hier schon mal sehr vielversprechend aus mit der Bar. Hier geht sogar auch rein. Wir hatten noch nie eine Inspektion. Was ist denn das Problem? Du erhältst eine Genehmigung, weiter illegale Waren zu verkaufen. Im Gegenzug bekommt der Ashiga-Clan einen Teil deines Profits. Ah, darum geht es hier also. Ihr wollt einen Anteil. Wie viel? Der Clan wäre mit 20% Provision einverstanden. 20? Aber ich mache sowieso kaum Gewinn. Das ist ein hübscher Blaster. Wir betrachten ihn als Spende an den Clan. Zum Dank dafür, dass du im Geschäft bleiben darfst. Ja, natürlich. Was immer ihr wollt. Und schau mal, da oben ist hier auch gesucht Bilder von Kay. Es gibt ein Gesetz in der Galaxis, das überall gilt. Die Großen schubsen die Kleinen herum. Oh, ich kam hierher, um all dem zu entkommen. Aber offenbar gibt's hier auch Große und Kleine. Jetzt fehlen mir die Kredits für den Blaster, den die Ashiga mitgenommen haben. Oh, das kenne ich. Wo ich herkomme, lief es genauso. Und wie bist du auf Kijimi gelandet? Das ist, eine lange Geschichte. Und du? Kurze Geschichte. Meine Mutter, die Fatire und mehr Schulden, als ich im Leben abarbeiten könnte. Und jetzt stecke ich noch viel tiefer in der Klemme. Hey, wenn du mir da raushilfst, kann ich dich zwar nicht bezahlen, aber ich gebe dir Rabatt in meinem Laden. Würde ich gerne, aber ich glaube, ich habe nicht genug, oder? Doch, habe ich. Eine Hand wäscht die andere, nicht wahr? Das sollte für den Blaster reichen, den die Ashiga mitgenommen haben. Tausend Dank. Wahrscheinlich werde ich hier nie was kaufen. Kriegst du alles zum Einkaufspreis. Gut. Viel Glück da draußen. Schauen wir doch gleich mal. Ich komme gleich mal. Das sag so. Ich dir. Ach guck mal, ich kann hier Sachen verkaufen. Alle Wertsachen verkaufen. Zack. Oh, guck mal, schon haben wir wieder 3000 Credits. Das ist doch nett. So. Daten geben. Könnte ich gleich im Clan ein bisschen aufsteigen. Waren schon bin ich gut gestellt. Zack. Sehr gut. So, was haben wir hier? Antriebsteil zur Verbesserung des Gleiters. Häufig in von Syndikaten kontrollierten... Was denn gerade? Gebieten zu finden. Kann bei Plünderern gekauft werden. Ja, aber wenn ich davon jetzt schon 3 gefunden habe, dann finde ich davon auch noch mehr. Der Spieler muss halten. Das sind Sabak-Karten. Ein heuristischer Prozessor. Schiffsmaterial. Illegale Hardware zur Verbesserung der Bahnbrecher. Häufig im Weltraum oder in von Piraten kontrollierten Gebieten zu finden. Kann bei Plünderern gekauft werden. Ja, kaufen wir mal 2. So. Besteht die Chance, dass Bakterfion bei der Verwendung nicht verbraucht werden. Aurora Schneeflocken Anstecknadel. Das ist also ein Glücksbringer. Brauche ich nicht. Hardware-Prototyp zur Verbesserung der Bahnbrecher im Weltraum 1800. Schiffscomputer. Was haben wir hier? Vandorische Überlebenskünstlerjacke. Verringert den durch Blaster und Schusswaffen erlittenen Schaden. Das Erleiden von Schaden unterbricht die Gesundheitsregeneration von Bakterfionen nicht mehr. Ach, die werden. Das wird unterbrochen, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Und Ausrüstung für Überlebenskünstler. Das ist also Teil eines Sets. Komplett geleerte Gesundheitssegmente regenerieren sich nun langsam mit der Zeit. Oh, das ist natürlich. Kaufen wir es mal. Und die Jacke passt auch ein bisschen hier in die Location. Das ist doch ganz. Hier, du plauderst. Die Ashiga fangen langsam an, mich zu mögen, glaube ich.
Die Königin belohnt treu. Weiter so. Noch bevor ich sie kennengelernt habe, schon mal hochgepusht. Oh, schau mal, dann können wir doch hier gleich mal die Jacke ausrüsten. Ist das nur ein optisches? Nee, das ist, klar, das ist nicht nur ein optisches Ding, kann ja nicht sein. So, das passt doch hier viel, viel besser. So, bisschen, ist uns gleich mal ein bisschen wärmer. Ach so, nee, das muss ich dann ausschalten, damit das Aussehen geändert ist. Und Aussehen zurücksetzen, so. Jetzt habe ich die Jacke an. Ah ja. Na, guck mal, wie das hier passt. Perfekt. Komm schon, Nix. Vielleicht gibt es hier was Leckeres zu essen. Ich gehe gleich rein. Das ist also Kijimi-Stadt. Wir sind echt weit weg von zu Hause. Willkommen. Brauchen Sie eine Entscheidung? Was bist du für einer? So, Liebe von Kijimi und das brauche ich, aber davon habe ich genug, das brauche ich also hier nicht. Und universeller Leiter, der für viele Verbesserungen verwendet. Machen Sie es gut. Den Kram finde ich doch auch so. Es ist schon, also es ist schon cool, wie sie hier mit den Farben arbeiten und so. Ich habe schon wieder vergessen, mir was zu essen mitzubringen. Aber würden Sie mich dann jetzt hier auch in dem Gebiet sofort wegschicken, wenn ich gut mit Ihnen gestellt bin? Okay. Führt aber auch wieder in das geheime Gebiet. Beziehungsweise in das kontrollierte Gebiet. Nee, das ist ein. Das ist ein Weg raus? Nee, ist. Ah, okay, und dann ist man doch wieder in dem Gebiet. Naja, aber ist doch gut zu wissen. Also, ein guter Hintereingang. Irgendwann muss ich da wahrscheinlich rein. Na gut, jetzt ist aber auch mal genug hier mit dem sich umschauen. Jetzt gehen wir zum Questgeber. Tut mir leid, vielleicht kommt später was rein. Jammer nicht. Nein, ich mein's ernst. Ich pack bald mein Zeug. Hier geht alles den Bach runter, seit die Königin das Imperium eingeladen hat. Das Letzte, das ich für dich tue, also hier ist der Code für das Tor beim Platz. Bitte um keine weiteren Gefallen, bla bla bla. Code. Also ich gehe nirgendwo hin. Kijimi ist mein Zuhause, weil es nichts anderes für mich gibt. Wie du willst. Aber sobald ich ein Schiff bekommen kann, bin ich hier weg. Okay, die Königin hat das Imperium eingeladen. Das ist eine merkwürdige Idee. Oh, schon gut, Kumpel. Die Leute hier sind einfach etwas angespannt. Hey, hast du Ankh gesehen? Ankh? Schuldet sie dir etwa auch Kredits? Viel Glück. Warum? Was ist los? Naja, die Ashiga haben sie endlich geschnappt. Sie muss ein paar Millionen Kredits in der Fabrik abarbeiten. In ihrem Alter und mit den Schulden sitzt sie da lebenslang. Ha, das macht es kompliziert. Na, falls sie jemals rauskommt, sag ihr, sie hat noch eine Rechnung offen.
Hey, Andy 5. Anscheinend steckt Ankh in irgendeiner Fabrik der Ashiga fest. Ich schätze, ich werde ihr da raushelfen müssen. Wenn sie dich erwischen, sperren sie dich auch ein. Ah, hast du eine bessere Idee? Nein. Such zuerst nach einem Plan der Fabrik. Hacke eine Konsole in ihrem Bezirk und sieh zu, was du herausfinden kannst. Schon gut, das kann... Ich sehe keine Möglichkeit. Da sind Sturmtruppen auf dem Landefeld. Die werden uns durchsuchen und die Waffen beschlagnahmen. Auf Kijimi hatte ich es vorher noch nie mit dem Imperium zu tun. Ergriff nochmal. Ich glaube, wir sollten abhauen und die Sache vergessen. Auf keinen Fall. So viele Kredits lasse ich nicht liegen. Außerdem haben wir einen Ruf zu verlieren. Wo hast du das ganze Zeug versteckt? Im Trümmerfeld des Nebels. Ausgezeichnet. Da wird bestimmt niemand suchen. Wir können abwarten. Die Ashiga werden das Imperium hier nicht lange dulden. Wir holen die Waffen, wenn die Luft rein ist. Na gut. Aber das könnte ein Weilchen dauern. Die Ashiga gehen zu weit. Wir müssen die Ausgangssperre brechen. Ja, also wieder eine Gelegenheit gefunden und wir müssen was hacken. Damit können wir so viel Geld machen. Ja, aber das ist kein Zuhören, das ist nur ein Anlehnen. Das bringt mir nichts. Sammelgegenstände bringen wir zwar auch jetzt erstmal nichts, aber kann man ja als Wertgegenstand verkaufen. Das ist schon cool, wie sie das Universum hier zum Leben bringen. Fällt mir richtig gut. Da können wir wieder wetten. Verzieh dich. Du hast hier nichts zu suchen. Okay, da brauchen wir einen Pass. Das geht also nicht. Ich schau mal kurz nach oben. Hallo. Lassen Sie mich bitte durch. Ich bin Arzt. So, Crimson Dawn Tresorraum in Kijims Stadt. Wieder eine Schlüsselkarte für den nächsten Haupttresor gefunden. Ja, die werde ich auch mal leer räumen. Aber bislang kommt man echt gut durch. Ist auch, muss ich so sagen, ist so ein Spiel, wo ich jetzt kein großes Interesse daran hätte, das auf einem besonders hohen Schwierigkeitsgrad oder so zu spielen. Ich will das in erster Linie für die Atmo erleben, für Geschichte und so, für das ganze so Spielgefühl. Also ich brauche hier keine große Herausforderung. Es gibt mir in dem Zusammenhang gar nichts. Dann holen wir uns mal ein paar Daten. Na dann lass mal hören. Ja. Und wieder eine Schlüsselkarte gefunden. Wieso? Ich habe nichts getan. Du hast gegen die Ausgangssperre verstoßen. Das macht dich verdächtig. Ihr könnt doch nicht... Hey, meine Mutter ist krank. Ich muss zu ihr. Beweg dich. Los. Also dieser Ashiga-Clan... Sympathiepunkte hat er bislang bei mir noch nicht gesammelt. Hallöchen. Haben ja, Hallöchen. Stimmt es im Auge? So, was haben wir hier? Überlebenskünstler, Geschichte.
Da bräuchte ich das nächste Teil, aber gut zu wissen, dass es hier den nächsten davon gibt. Hier haben wir eine schöne Jacke. Aber wieso ist denn das jetzt Teil des Sets, wo ich die Jacke habe, und das jetzt hier nicht? Ach so, das ist eine Golganaischer Überlebenskünstler. Also das muss dann auch zu diesen Sachen passen, und das sind eher so Einzeldinger. Die scheinen auf jeden Fall kein Set zu sein, obwohl es drei davon gibt. Sieht sich. Ciao. Naja. Aber ich habe eh nicht genug Kohle. Hier draußen kann einem das ja eigentlich auch nichts Negatives machen, weil das ist ja hier kein Kampfareal, oder? Ach scheiße, das geht, glaube ich. Glyphe löschen. Oh, hier sind ja sogar schon 5 Dinger. Ich habe immer noch nicht... So, setzen wir die mal nach vorne. Das, dann nehmen wir das, dann nehmen wir das und das. Okay. Kommt der an. Der weiter. Nehmen die und nehmen die. So. Dann kommt die hier hin. Ihr könntet die sitzen. Das hat schon eine. Dann nehmen wir noch die. Die. So, dann haben wir zumindest schon mal, dass das Quadrat ganz ans Ende kommt. Dann nehmen wir mal die hier hin. Die probieren wir hier. Boah, nehmen wir hier die Mine hier. Das Ding ans Ende. So, also die Mine war aber zumindest richtig. Und das Ding, jetzt haben wir's. Okay. Das sind immer diese Überlebenskünstler-Gürtel, nur halt von anderen Locations. Weiter nach vorne. Und wieder ein neues Schnellreiseziel freigeschaltet. So langsam arbeiten wir uns hier durch die Stadt. Wir grüßen dich als Freund. Die Ashiga kontrollieren Kijimi. Irgendeine Idee für ein Treffen mit der Königin? Sei höflich. Habe ich einen Moment Zeit? Ja, habe ich. Was brauchst du? Jemand, der viel herumkommt und andere Planeten besucht. Dann hast du Glück. Mein Schiff und ich sind offen für Aufträge. Der Clan hat Kundschafter nach Toshara und Akiva geschickt. Wir wissen, dass du dort Kontakte hast. Du musst unsere Kundschafter treffen und ihre Berichte abholen. Klingt einfach. Wo sind die Treffpunkte? Ja, und das Hoffnung und dieser Schienensiedlung. Die Kundschafter suchen nach potenziellen Expansionsmöglichkeiten für den Schwarm. Wenn du sie triffst, gib ihnen diese Nahrungspakete. Ah, zu Hause schmeckt's am besten. Essentielle Mineralien und Enzyme, damit der Rückenpanzer glänzt. Wo finde ich die Kundschafter? In Yontas Hoffnung. Okay, nochmal eine kleine Nebenaufgabe. Können wir ja problemlos abklappern, sobald ich die entsprechenden Welten freigeschaltet habe. Kiva-Aufklärung. Gut, dann los. Zweimal, drei. Nochmal. Nee, dann nochmal zweimal.
Achso, nee, das A. Das dachte ich schon, das ist eine viel längere Sequenz. War sie gar nicht. Okay, hier ist gar nichts. Vielleicht ist hier dann irgendwann jemand gefangen genommen im Rahmen einer Quest. Es ist schön, Kay West zu sehen. Leute, ich habe mich euch noch gar nicht so richtig vorgestellt. Viele antike Armbänder hier immer rumliegen. Was? Willst du dir den Luftschacht ansehen? Verschiedene Seitengasse. Ist aber kein Sperrgebiet. Und hier geht's auch nicht rein. Bin ich einfach auf der anderen Seite. Okay. War ich jetzt gerade nicht? Gib mir einen Moment, ja? Ich hoffe, du führst mich zu einer Schüssel warmer Knochenbrühe. Warme Knochenbrühe? Was ist das für eine Scheiße? Also hier gäbe es auf jeden Fall genug Tiere, die man, die man für die warme Knochenbrühe kochen könnte. Ach, guck mal. Haben wir einen Schatz gefunden. Danke, Nix. Oh, okay. Vorbildlich. Dann lass mal sehen, was wir hier haben. Du bist ja vorbildlich. Kylo. Und gleich eine kleine Aussicht bekommen. Ein neuer Sammelgegenstand. Bildkarte. Aha, aha, aha. Ach, guck mal, jetzt kann ich hier einfach runterrutschen. Ah, jetzt bin ich wieder am Hangar. Okay. Ja. So schließt sich der Kreis. Das ist ja geil. Na gut. Na gut, na gut, na gut, na gut. Wir gucken uns das mal auf der Karte an. Also. Hier ist der Hangar. Da oben war ich in dem Gebiet. Hier ist es. Ashiga-Clan-Gebiet, da kann ich mir Klamotten kaufen, da kann ich das Raumschiff upgraden, hier kann ich Überlebenskünstlerin, ach, das ist, da gibt es die anderen Klamotten, das ist Crimson Dawn-Gebiet, die haben auch nochmal quasi ihre Basis hier irgendwie, hier ist eine Gelegenheit, eine Fraktionsquest von Crimson Dawn, die können wir annehmen, hier hinten ist der Barkeeper nochmal, wo man Söldner finden kann, sollte der wissen. Und hier der Code für die Tür, die haben wir entdeckt. Eigentlich relativ überschaubar. Was war's, dann hole ich mir mal kurz diese diesen Gelegenheitsjob. Bei Gelegenheiten in der Nähe. Das ist hier hoch, oder? Jimmy Platz. Wo hier? Jedenfalls im Crimson Dawn Gebiet. Irgendwo hier ist jemand. Das ist der Händler. Habe ich genug? Pass gut auf dich auf. Wo ist die Gelegenheit? Na guck, noch ein Stückchen weiter. Dann war es doch ganz gut, dass ich das an Crimson Dawn verkauft habe. Die Daten. Nee, Quatsch, habe ich ja nicht. Ich habe sie an den Ashiga-Clan verkauft. Aber mit Crimson Dawn stehe ich trotzdem. Trotzdem gut. So, und hier ist jetzt.
Kann ich den jetzt nicht? Jetzt, ah, okay. Kay Vess. Dein Droide meinte, du suchst nach Arbeit. Oh, er ist nicht wirklich mein Droide. Ich meine, wir arbeiten zusammen. Es ist kompliziert. Aha. Der Auftrag lautet, ein Pike-Schiff im Nebel auszurauben. Finde und verfolge es und stiehl zum bestmöglichen Zeitpunkt die Fracht. Hm, klingt einfach. Damit komme ich klar. Ich weiß. Deshalb wende ich mich an dich. Hör zu. Die Fracht darf nicht beschädigt werden. Hast du das verstanden? Ja, verstanden. Was ist es denn? Nicht dein Problem. Bist du dabei? Ja, klar. Freischaltbedingungen prüfen. Achso, guck mal, das kann. Ah, jetzt habe ich einen guten Ruf bei Crimson Dawn, also kriege ich mehr Infos. Du weißt, dass du mir vertrauen kannst. Das ist cool. Vertrauen ist ein gefühlsduseliges Wort für gemeinsame Interessen. Mein Interesse ist der Schutz der Fracht. Und ich werde das Risiko nicht mit albernem Geschwätz erhöhen. Der Auftrag ist der Auftrag. Bist du dabei? Oh, schon gut. Bin dabei. Gut. Dann los. Das hat ja mal überhaupt nichts geholfen. Passagier. Eine neue Nebenquest. Okay. Was haben wir noch alles? Hier ist erstmal weiter nichts. Hier haben wir den Barkeeper. Dann reisen wir da noch schnell hin. Ist da hoch, oder? Nee. Achso, das ist nochmal dann in der Bar drin und der hat jetzt hier nochmal zusätzliche Informationen. Okay. Okay, okay, okay. Aber warum will er mir das jetzt nicht geben? Folgen. Verzieh dich. Du hast hier nichts zu. Ja, das verstehe ich schon, aber warum kann ich den Barkeeper nicht fragen? Oder ist das nochmal woanders? Aber es hieß ja, der Barkeeper hätte Infos zu Söldnern. Ist das nur ein Anlehnen? Da komme ich nicht weit mit. Na gut, da kommen wir später nochmal zurück. Dann schauen wir kurz auf die Karte. Wir haben da noch den Tresor. Dann beamen wir uns doch mal hier hin. Oh, ich habe übrigens genug fürs nächste Raumschiff-Upgrade, gerade auf der Karte gesehen. Und wir wollen dahin. Folgen wir das mal. Achso, nicht. Noch nicht durch das Gebiet von denen durch. Das ist ein Nebenschauplatz gewesen. Ah ja. War sich die ist die Tür quasi jetzt interaktiv geworden und ich hatte die vorher gar nicht mitbekommen, oder wie? Rätsellösung. Ah, guck mal an. Aber... Kann ich denn von hier aus... Doch, das geht auch. Nee. Haha. So leicht geht's nicht. Also, hier muss es irgendwo eine Konsole geben, auf der ich mehr über Ankh rausfinden kann. Ich sollte ein Gebäude mit einer Radarschüssel auf dem Dach suchen.
Gebäude mit einer Radarschüssel auf dem Dach. Ha! Ja, Fähigkeit freigeschaltet. Schall und Rauch. Das ist bei ihr gewesen, oder? Ja, hier. Erschalten. Dann kriegt das einen Erschütterungsbonus. Ich brauche hier nicht schleichen. Bleibt nicht unbemerkt. Davon habe ich genug. Davon habe ich auch genug. Das verfolge ich alles nicht. Ein Gletscherrelikt. Glücksbringer brauche ich nicht. Zugriff verweigert. Da muss mein Ruf ausgezeichnet sein. Okay. Nichts? Auch gut. Was ist los? Klang ja ziemlich wichtig. Sehr wichtig sogar. Du musst einer äußerst heiklen Angelegenheit auf den Grund gehen. Und sei bitte diskret. Ich weiß, wie man nicht auffällt. Wo liegt das Problem? Es gibt beunruhigende Meldungen vom Schleichhandel. Ernsthaft, sie sagt jedem ihren Namen und sagt, zum Wohle des Geschäfts tolerieren die Ashiga alle möglichen zwielichtigen Waren auf Kijimi. Gewürz jedoch nicht. Das Zeug ist gefährlich. Was soll ich für euch tun? Finde die Quelle des Stoffs und erstatte uns dann Bericht. Mal sehen, was ich rausfinde. Ja, Spice ist gefährlich. Wenn so ganze Wüstenkriege drum. Überall die großen Dinger rumsitzen, ey. Also. Suche nach einem Gebäude mit einer Radarschüssel auf dem Dach. Da. Da ist eine Radarschüssel. Radar. Wenn uns keiner sieht, schießt doch keiner auf uns. Okay. Nix. Da drüben. Ab hier ist dann quasi Sperrbereich. Na gut. Okay. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge versuche ich mal an die Radarschüssel ranzukommen oder an das Gebäude mit der Radarschüssel. Bis denn. Tschüss.